Ich nehme euch heute mit auf meinen perfekten Tag am Wolfgangsee und der startet mit einer Jausen mit Blick auf den Wolfgangsee im Erlebnisquartier. Hier kann man jeden Tag regionale Köstlichkeiten genießen. Die Küche hat durchgehend geöffnet. Und los geht's, kommt's mit? Vom Restaurant im Obergeschoss geht's zum Bahnhof ins Erdgeschoss. Hier steht ein richtiger Blickfang, und zwar eine historische Dampflokomotive. Sie hat 1893 die erste Fahrt auf den Schafberg gemeistert. Außerdem kann man hier natürlich Tickets kaufen. Bei den Infotafeln kann man sich super über die Geschichte der Schafbergbahn und der Wolfgangseeschifffahrt informieren. Wir haben uns wirklich ein Jahr lang Unterlagen ausgesucht. Egal, ob wir im Staatsarchiv waren, von Einwohnern haben wir Fotos bekommen und natürlich auch im alten Bahnhof haben wir viele Unterlagen gefunden, die die Geschichte der Schafbergbahn widerspiegeln, vom 1892 bis zur Eröffnung dieses Erlebnisquartiers. Bevor es für mich auf den Schafberg geht, fahre ich jetzt noch mit dem Schiff nach Strobl und die Schiffsanlegestelle, die ist direkt gegenüber. Und über die Wolfgangseeschifffahrt gibt es einen Audioguide und da höre ich jetzt rein. Schon lange bevor das erste große Schiff über den Wolfgangsee getuckert ist, war auf dem Wasser jede Menge los. Damals hat man die Wallfahrer, die nicht zu Fuß gehen wollten, mit traditionellen Holzbooten, mit den sogenannten Traunderln, zwischen Fürberg und St. Wolfgang hin und her gerudert. Das erste Passagierschiff, das regelmäßig nach Fahrplan gefahren ist, hat es dann 1873 gegeben. Das war der erste Raddampfer, die Kaiser Franz Josef. Heute ist die Wolfgangseeschifffahrt die größte Binnenseeflotte Österreichs. Ich bin auf der Österreich unterwegs, dem größten Schiff hier am Wolfgangsee, und fahre von St. Wolfgang Richtung Strobl und wieder zurück. Da in Strobl heute das Schiff 15 Minuten lang. Ich werde heute direkt weiterfahren, weil mir geht es heute vor allem ums Schifffahren und um die wunderschöne Aussicht. Und die bekommt man hier heute definitiv. Um 14 Uhr kommt mein Schiff dann wieder in St. Wolfgang an. St. Wolfgang ist wirklich ein malerischer Ort und es zahlt sich echt aus, da auszusteigen und ein bisschen spazieren zu gehen. Ich hole mir jetzt ein Eis und setze mich auf einen meiner Lieblingsplätze. Hier hat man einen wunderbaren Blick auf den Wolfgangsee. Die Mauerbögen befinden sich direkt neben der Wallfahrtskirche St. Wolfgang. Sie bildet das Zentrum des Ortes und das schon seit Jahrhunderten, wie mir der Audioguide verrät. Höhepunkt der Wallfahrt nach St. Wolfgang war im 15. und 16. Jahrhundert. Das musst du dir vorstellen. Damals war St. Wolfgang neben der ewigen Stadt Rom eine der Top-Pilgerstätten. Gegen Beginn des 18. Jahrhunderts war dann Schluss damit. Ja, aber dann sind ja die Sommerfrischler nach St. Wolfgang an den See und ins Salzkammergut gekommen. Die sind genauer gesagt mit dem Kaiser gekommen, der seine Sommer in Bad Ischl verbracht hat. Und in seinem Gefolge nicht nur viele Menschen, sondern auch die Attraktionen für die Gäste, wie eben die Schifffahrt am Wolfgangsee und die Schafbergbahn. Der Schafberg ist jetzt auch mein nächstes Ziel. Bei der Schafbergbahn lohnt es sich übrigens schon im Vorfeld ein Ticket mit einer fixen Zeit für die Berg- und Talfahrt zu buchen, damit man auch sicher einen Platz bekommt. Meine Bahn fährt um 14.50 Uhr. Vom Ortskern in St. Wolfgang gehe ich nur 5 Minuten bis zur neuen Talstation der Schafbergbahn. Wenn man zurückdenkt auf diesen alten Bahnhof, der hier war, der über die Jahrhunderte dreimal gebaut worden ist, dazugebaut worden ist, weggebaut worden ist und dann letztendlich abgerissen worden ist, kommt man hier in ein ganz neues Gebäude herein. Und so können die Leute natürlich gleich diese Großzügigkeit erleben, sind im geschützten Bereich, egal ob bei schlechtem Wetter oder schönem Wetter, und können hier in aller Ruhe Tickets kaufen, können sich in aller Ruhe akklimatisieren und vorbereiten auf die Bergfahrt mit der Schafbergbahn. Die Schafbergbahn ist mit einer Steigung von bis zu 26% die steilste Zahnradbahn Österreichs.
In 35 Minuten überwindet sie 1190 Höhenmeter und 5,85 Kilometer bis zur Bergstation in 1732 Metern Höhe, knapp unterhalb der Schafbergspitze, die 1782 Meter hoch ist. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für die Bergfahrt sind 20 km/h, für die Talfahrt sind es 12 km/h. Und die Schafbergbahn ist seit 1893 in Betrieb. Und das nach nur einem Jahr Bauzeit. Da heroben ist gleich mal ein paar Grad kühler als hier unten, also die perfekte Abkühlung für den Sommer. Und ich zeige euch jetzt den besten Aussichtspunkt. Die Aussicht von der Heroben ist wirklich unschlagbar. 360 Grad zahlen sie dort definitiv aus, weil man auf jeder Seite runterschauen kann. Und man sieht einige Seen. Ich werde jetzt mal erzählen, wie viele es sind. Bei ganz klaren Sichtverhältnissen sieht man von hier oben 14 Seen. Heute kann ich nicht alle entdecken, aber das Panorama ist einfach überwältigend. Und dann geht's wieder den Berg hinunter und auf zu einer kleinen Stärkung. Das war ein richtig stimmungsvoller Ausflug am Wolfgangsee und auf den Schafberg hinauf. Auch sehr familientauglich, wenn man möchte. Und ich freue mich jetzt auf mein Abendessen, und zwar einen regionalen Fisch, Lachsforelle auf roter Rübe und mit Salat.